Verstehst du, was hier geschieht? Es handelt sich um ein System, das mir die vollständige Kontrolle über den Maragazui-Fluss verschafft, und zwar überall auf der Welt. Diese winzige Einrichtung ist ein Nichts dagegen. Als erstes Ziel habe ich Ikebukuro ausgewählt, den Standort des Hauptquartiers der Mantra. Das Maragazui wird aus jener Gegend verschwinden, und die Mantra werden im Nu aussterben. Oh, da wäre noch etwas. Yukutagao spielt in diesem System eine Schlüsselrolle. Warum ist Yukutagao ja, zusammengeschrieben? Und spielt auch. Sie war mir eine große Hilfe. Ihre Fähigkeiten als Knight waren von unschätzbarem Wert. Machst du dir Sorgen um Yuku? Ja? Ich muss dich leider enttäuschen, aber sie befindet sich nicht hier. Ich wage zu bezweifeln, dass du sie je wiedersehen wirst. Sie ist die Maid der Schöpfung, nicht die Lehrerin, die du einst kanntest. Es war nicht vorgesehen, dass du die Konzeption überlebst. Dein Festhängen an der alten Welt wird dein Verzweifeln nur noch vergrößern. Ich hätte damals nicht so gnädig sein sollen. Deine Schmerzen. Dein Leid. Ich werde dem ein Ende setzen. Ich weiß nicht, welche Hoffnungen und Träume du hierhin mitgebracht hast, aber in dieser Welt kannst du nicht das Geringste ausrichten. Oh, cool! Jetzt geh und geselle dich zu den anderen, die du verloren hast. Cool! Wie kackgroß ist denn das Viech? Was ist das, eine Kameraeinstellung? Nee. Es ist so kackgroß. Ich habe aber langsam Angst. Ich mach mal hier lieber das hier. Ich geh mal lieber auf Nummer sicher. So. Edelgor-Attacke! Sehr schön. Und nochmal einmal erhöhen. So. So, was kannst du denn Schönes? Die Kunda, super. Toll. Super. Dann mache ich aber trotzdem mal nochmal Nebel. Nee, Nebel. Ich mach Fokus. Ich mach Fokus am besten. Was? Da setze ich mich lieber mal nochmal hin. Kann ich jetzt angreifen? Jetzt kann ich angreifen. Okay, ich hab dich verstanden, wie du tickst. Attacke. Oh, komm schon, du machst Fokus. Du machst deine Hitzewelle. Sehr clever Gegner. Ach komm, Zielgenauigkeit, willst du mich verarschen? Auch, der noch da ist. Ja, der ist noch da. Raichu macht das schon. Raichu. Ach komm. Verdammt. Na egal, machen wir Media. Der wird nämlich uns jetzt heilen. Du wirst weiter angreifen. Pam. Dann Fokus. Aha. Nix, du hast kein Dings. Na egal. Ach, du hast dunkle Macht, stimmt. Rentiert sie alles. Da gerade der hat keine Sachen, die verringern lassen. So, ich mach mal hier trotzdem das hier. Dass ich seine Beweglichkeit runtersetze.
Ah, ich darf nochmal. Super. Reduziert Verteidigung. Ja, machen wir mal das noch. Vielleicht haben wir Glück und der macht nichts. Ach cool, einer ist ausgewichen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann haben wir nämlich ein paar Angriffe jetzt frei. Oh, reicht, du bist der Beste. So. Angriff. Und Attacke. Oh, wie oft bin ich jetzt noch dran? Ist ja heftig. Ah, das gefällt mir. So, warte mal hier. Kunde. Ach, schade. Jetzt werde ich nicht das machen, was ich vorhatte. Und zwar nicht angreifen. So. Aber wie kriege ich denn das jetzt weg? Wenn ich angreife, wie geht er das? Naja, ich kann ja mal Eis machen. Jetzt Jonga. Scheint ja auch ganz gut Schaden zu machen, von daher. Oh, cool. Ein Angstgegner. Zuerst. Und dann ist er doch leicht zu besiegen. Ah, cool, du hast den Magatama Anathema erhalten. Du hast mich also besiegt. Aber du wirst unseren Kommandanten niemals finden. Ebenso wenig wie die Maid. Das Albtraumsystem wurde aktiviert. Diese Basis wird bald geschlossen und der Weg zur Maid wird für immer verloren sein. Hinfort, Dämon! Wir, die Versammlung von Nihilo, werden die neue Welt erschaffen. Tschüss. Der ist cool. Den würde ich gerne zusammenbauen. Wie jetzt? Jetzt haben die mich einfach so rausgeschmissen, oder wie? Was soll der Scheiß denn? Hat mich der Tiger rausgeschmissen, oder wie? Ist der Hausmeister, normalerweise. Was ist denn da los? Haben die Mantra nicht gewonnen? Ich habe gehört, dass in Ikebukuro ein Haufen Magazuli weggesaugt worden ist. Tja. Ist leider so. Hat er richtig gehört. Puh. Ein guter Kampf war das. Das war ein sehr, sehr guter Kampf. Und ich glaube, ich bin jetzt gerade am falschen Eingang. Aus einem... Nee, doch nicht. Geht. Hier sind immer noch keine Viecher. Naja, egal. Oh. Ein Lilim. Nee, ein Lilith war das. Oder? So, können wir denn die Kathedrale der Schatten benutzen? Ach scheiße, geht nicht. Weil da fehlt einer. Er ist tot. Ach komm. Kuba. Ich glaube, mit Koba hatte ich auch ein paar gute Dinge vor. Uncalled. Hier, diesen kann ich zum Beispiel auch machen jetzt. Zumindest mit Level 37. Freue mich schon auf den. Nui. Den hätte ich auch Lust. Ich hatte aber noch irgendwas, was ich unbedingt machen wollte. Guck mal, hier unten können wir uns einen Saka machen. So, können wir... Stimmt, hier können wir noch einen Feng Wang sorgen später. Recam ist, glaube ich, Wiederbelebung. Kelpie, nee. Ausfluss können wir auch bald machen. Darauf freue ich mich auch sehr. Weil er nicht sehr viel Angriff hat. Aber naja. Wir müssen irgendwas Neues machen, weil, wie ihr sehen könnt, die Stadien
sind halt Kacke. In Sachen Beweglichkeit. Ja gut, 10, 12, ne? So. Und der muss endlich mal weg. Er muss weg. Er muss weg. Aber nur weg. Weg, 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 weg. Mit ihm kann ich ja. Stimmt, mit ihm kann ich das machen. Nur ihn machen. Aber ansonsten. Naja, ich geh nochmal weg. Also ich hol mir jetzt nochmal Koopa wieder. Der ist ja da unten. Ich gehe aber dann nach Shibuya. So. Weil unser, ich sag mal so, unser roter Faden hat uns ja schon nach Ikebukuro geleitet, dass wir da jetzt hingehen sollen. So. Normale Verbindung. Wir gehen nur nach Shibuya. Shibuya ist nämlich zusammen. Ein bisschen zusammen. Konnte man nicht irgendwie die Dämonen auch vernichten oder entfernen, einfach aus der Gruppe schmeißen? Ist ja nervig. Dass es diese Option nicht gibt. So. Lebensfontäne. Willkommen. Ach, übrigens, bevor wir irgendwas machen, bevor wir hier aufhören oder sowas, Maratama. Und hier haben wir endlich mal den zweiten Reihe. Und wir kriegen endlich mal Todeszauber. Sehr schön. Anathema. Gibt ganz schön viel Magie. Bin eigentlich nicht so der Magier. Egal, aber dafür kriegen wir auch in der nächsten Dings was Neues. So, ich werde mal. Nee, ich werde das behalten. Es gibt 4 Wiederidentitätspunkte. Daher. Hat der Shop irgendwas Neues? Außer dass ein halt neuer Besitzer da ist. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Das können wir alles hier verkaufen. Was hier rumgammelt. So. Echt. An hohe Chance. Ja, haben wir alles nur einzeln. Ups. So. Reden. Nee. Nee. Nee, wir möchten nicht. Nee, ich möchte nicht mit dir plaudern. So, jetzt habe ich auch Koopa wieder. Jetzt können wir mal ganz kurz mal gucken. Wegen Dings. Jetzt ist auch noch Vollmond. Jetzt haben wir eine Opferfusion. Eine Opferfusion, genau. Ora. Alles nichts Besonderes. Schade eigentlich. Echt schade, dass nichts Besonderes gekommen ist. Der wird wahrscheinlich interessant. Naja. Da sieht dann wieder Pisaka kurven muss, wird teuer, ey. Oder Eligor wird auch. Obwohl Eligor brauche ich da nicht mehr. Ja, dann mache ich das wahrscheinlich so, dass ich hier den hole. Oder hatte ich mit Eligor was anderes? Ah, warte mal, Obertros ist auch nicht schlecht. Da. Ja, Obertros wäre auch nicht schlecht. Aber wie sie gesagt, ich wollte ja den Naga behalten. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, mit welchem Level er sich weiterentwickelt. Ich glaube, das war mit 32. Da gibt es ein Anzeichen, dass er sich entwickeln will. Ich glaube, bei 37 geht's dann los. So, der Mächtige. Ah, den Mächtigen kann ich mir sogar schon holen. Cool. Dann, ja, dann, ne? Werde ich mir den Mächtigen holen, glaube ich. Ich habe auch einen Mächtigen in der Hose.
Der Witz muss so kommen, oder? So, Hirnwäsche. Aber dunkle Macht kann er schon von selber, das ist nicht schlecht. So, was wäre denn noch sinnvoll für dich? Nervenschutz vielleicht. Höllenstoß. Akukaya. Tarunda vielleicht. Akukaya vielleicht. Was hast du denn? Nee, genau, mit Chai-Zi. Zeiten Chai-Zi so. Lebensbonus, auf jeden Fall Lebensbonus musst du mitnehmen. Lebensbonus. Edigo und Chai-Zi, genau. Lebensbonus, Nervenschutz. Genau. Und Hudi. Okay. Passt alles, super. Ja, will ich. Super. Wenn ich das so machen würde, würde er noch ein bisschen was dazulernen. Das wäre toll. Nee. Na super, das würde ja auch nichts bringen, wenn ich jetzt hier wirklich das mal so machen würde. Und hier mit 35 kann ich gar nicht machen, weil, ja, ist ja über meinem Level, also kann ich das nicht machen. Daher. Ah. Ich würde es ja machen, aber es bringt ja nichts. So. Ach, verdammt. Habe ich natürlich das weggemacht. Ah, nee, doch nicht. Nervenschutz. Ja, genau. Ja, ich will es versuchen, aber bringt mir ja nichts. Da! Etrus. Nervenschutz, Lebensbonus, Höllenstoß, Zahn, Mutuli. Ist okay. Damit kann ich leben. Der hat dann noch mehr Leben. Hat er mehr Leben als vorher oder weniger? Verdammt! Ich denke mal, das ist ein Abzeichen. Also hat er vorher mehr. Ja, ich bin sicher. Es ist unser erster Opferfusion? Ich weiß es gar nicht. Wir speichern sollen vorher, verdammt. Mach mal gerade ein bisschen für mich lauter. Verdammt! Ich hätte eintragen sollen. Ach, egal. Ist egal bei Eligo und Sassy. Ich habe vorhin eingetragen, von daher. Ich bin der Mächtige vom Himmelclan. Sehr angenehm. Ein Troll. Yeah, wieder ein Naga. Die gefällt mir. Wieso hat eine Schlange so viel Vitalität? Absorbiert. Oh, die ist echt gut. Die ist echt gut. Mit wem kann ich sie verbinden? Mit Incubus. Hm. Da! Aha, da! Hier! Genau! Das ist mein Heiler gewesen damals. Saraswati. Genau diese war das. Warum gucke ich jetzt eigentlich nach rechts? Ich weiß es nicht. Aber das war mein Heiler damals. Weil wegen Mana-Retter. Es ist übel stark. Wenn man sich wirklich bewegt, dann bekommt man Mana. Also brauche ich eine Elfe und einen Himmel. Also wenn ihr Himmel und Elfe habt, dann holt euch auf jeden Fall so ein Saraswati. Oder halt ein Monster mit Mana-Retter. Es ist übelst geil, also kann man echt nicht meckern. Das hätte ich denn doch schon gehabt. Verdammt. Das ist echt. Das kann man gar nicht in Worte beschreiben. Und ihr seht auch Magiewert 17. Mit Level 30. Das ist ein unglaublich cooler Heiler. So. 16, na, ist nicht so besonders, aber. Nein, besser als nichts. Beri. 16, 17. Tja.
Lohnt sich ja voll. Die Werte sind so kacke. Dabei müssen wir überlegen, die sind schon Level so 40. Die sind immer noch bei 9. Oder 6 oder 8. Das wird echt nervig später. Ich... Oh, Sushi. Sushi. Ah, ich will diese Schlange. Ich will auf jeden Fall diese Schlange haben. Diese Schlange hole ich mir. So. Fetter Troll, du. Ah, ich hole mir noch eine Elfe, glaube ich, gleich. Ja, der Eintrag. Sehr, sehr schön. Ja, das ist natürlich die Gruppe ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, hat er wirklich noch Punkte gemacht, aber hat er ja. Oh, ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt Raichu aufgegeben, aber ist ja noch da, der Raichu. So, wir müssen hier das noch mit reinnehmen. Damit wir endlich mal Level 20 werden mit Koopa. Ist ja kurz davor. Und dann. Ja, dann. Jetzt ab. So, was ich aber jetzt machen werde, ist. Ich will mal ganz kurz gucken, wie teuer jetzt der Mächtige wäre. Wenn wir ihn jetzt kaufen müssten. So, ansehen. Von der Stufe her, bitte. Stufe. Danke. Warum bist du denn... Ah, 30, 30. Nur 14.000. Nur. So, oh, wir müssen eigentlich noch einen Elfe holen. Ich weiß nicht, ob Pyrojack reicht. Aber Pyrojack kann, glaube ich, heilen, ne? Pyrojack kann heilen. Pyrojack kann heilen, perfekt. Pyrojack kann echt heilen. Das ist gut. Müssen wir den echt holen? Ja, ich hole ihn jetzt. Boah, 7000. 7000. Funktioniert. So, jetzt müsste ja eigentlich der Mächtige mit Pyrojack auch funktionieren. Yes! Er würde zwar beschissene Sachen lernen, aber wir hätten nämlich so einen Heiler. Ich hätte vorher speichern sollen, oder? Ja. Auf jeden Fall nicht vorsprechen. Encore! Oh, ich finde ihn toll. Oh, ich finde ihn toll. Ja, ich finde dich toll. Ich finde dich toll. Ja! Der ist auch so ein Allrounder eigentlich. Der ist irgendwie Glück. Ist aber sehr anfällig gegen Flügel. Bestimmte Sachen. So, Aeros. Ach ja, stimmt. Wenn man halt zweimal diese Viecher verbindet, dann werden die Elementare elementarisch. So. Fürst. Einhorn. Einhorn haben wir, glaube ich, ne? Ja, müssen wir eigentlich haben. So, dann müsste ich eigentlich wirklich den... das so machen. Lebensbus, Metida und Rakunda. Falls ich wirklich mal casten muss oder so. Mache ich das jetzt? Oder mache ich das jetzt nicht? Ich weiß, was ich noch machen will. Sind wir noch in der vollen Phase? Nee, natürlich nicht. Ich habe nämlich eine gute Idee. Ich habe nämlich eine echt gute Idee. Es wird zwar extrem teuer für mich, aber ich habe eine richtig, richtig, richtig gute Idee. Und zwar werde ich nämlich diese Verbindung machen. Und dann werde ich es aber so machen, dass ich, muss ich jetzt drauf speichern? Hier, ne? Ja. Ich werde es so machen, das werde ich noch erzählen, bevor ich jetzt ausmache. Werde ich das so machen, dass ich Koopa die Wachsamkeit beibringe. Also mit Level 20 halt lernt er halt die Wachsamkeit. Und dann werde ich... Ne, dieses Speichern geht mir eigentlich nur um Keks. Dann werde ich dem Saraswati Wachsamkeit geben. Damit er halt wirklich, wenn wir halt rumlaufen, EP bekommt. Es ist zwar nicht so viel EP, wie ihr sehen könnt, also gleich sehen werdet. Lass mal gucken, wie weit Picasso überhaupt ist. Pisaka? Picasso. Ich will mal Picasso sagen, deswegen. Ich sag jetzt einfach zu Pisaka Picasso, okay? Damit ihr halt versteht, wen ich meine. Also das ist jetzt Picasso.
Picasso braucht noch 1200. Ja, es geht, das ist ein bisschen sehr wenig, aber. Also von den EPs her. So, der mächtige Talent. Rekrutiert Feind für die Gruppe. Oh, super. Ja, erhöht maximale TP. Ja, Schutz vor Nervengabe, das ist nicht schlecht. So, tut die Item. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr nice. Werde ich auch bald Raichu loswerden, glaube ich. Ja. Dann werden wir nämlich unseren Heiler haben, dann haben wir unseren Heiler. Einmal ausgedrückt, oder? Was lernen wir denn hier als nächstes? Raichu. Ach, Nadelhagel, na super. Was auch so sinnvoll ist. Du lernst Giratina, okay. Du lernst Nadelhagel, du lernst Betäubungsblitz. Super. Du lernst Nebelhauch. Ist in Ordnung. Betäubungsblitz. Ist scheiße, aber egal. Und du lernst aufhalten. Du lernst Wachsamkeit, das ist gut. Betäubungskraft. Ja, du lernst nix. Du lernst Mana-Retter als nächstes. Oder Mana-Absorber, du hast, glaube ich. Ist was anderes. So, ich würde aber sagen, ich beende jetzt die Session. Werde dann vielleicht noch ein bisschen Geld sammeln und dann vielleicht in der nächsten Part vielleicht das so machen, was ich halt gerade erzählt hatte. Aber bis dahin, ja, wünsche ich noch einen schönen Abend und ja, man sieht sich dann in den nächsten Folgen von Lucifer's Call und ich habe jetzt ganz viel aufgenommen heute, deswegen kann ich jetzt auch ganz in Ruhe 2 Wochen lang Pause machen oder eine Woche besser gesagt. Ja, eine Woche, glaube ich. Eine Woche Pause machen und das ist gar nicht so schlecht. So, wieder reinkommt und dann Spaß hat. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald. Euer Kuma und mein Bein ist angepennt. Dankeschön.